willkommen, meine Freunde, in meinem herrlichen Land. Wir haben nicht nur Kamele. Wir haben auch die schnellsten Autos und die schönsten Frauen. Na gut, man sieht sie nicht immer, aber sehr schöne Frauen. Wir haben der ganzen Welt bewiesen, fortschrittlich, weltoffen und glamourös. Das ist Bahrain. Danke, dass ihr uns gefeiert habt. Danke dafür. Es war mir eine große Ehre, Sie alle zu den Olympischen Spielen zu empfangen. Ich bedauere, dass manche von Ihnen es nicht einrichten konnten, zu erscheinen. Frau Merkel, wir hatten schon knusprige Frühlingsrollen für Sie vorbereitet. Aber dank der ausländischen Journalisten konnten Sie ja alles im Detail verfolgen. Zum Beispiel den großen Bauboom. Gefährliche Staatsfeinde aus dem Hochland haben wir erfolgreich beseitigt. Und mit unseren Partnern im Westen haben wir angenehme Gespräche geführt. Natürlich haben wir auch über Themen der Menschenrechte hier in China diskutiert. Señoras y señoras, es war ein gutes Jahr für Argentina. Nie waren wir so stark und ihr so schwach. Überall waren unsere tollen Militär, sogar mitten in die Stadien. Und keiner hat abgesagt, wirklich keiner. Stimmt's, Berti? Ein paar von unseren Intellektuellen waren plötzlich leider verschwunden. Trotzdem eine fantastische Weltmeisterschaft. Seitdem bist ihr alle. Wir sind das mächtigste Land in Südamerika. Ach, wir Deutschen haben das ja alles auch schon erlebt. Olympia! Das war der große, totale Frieden! Millionen Rundfunkgeräte der ganzen Welt haben diesen Triumph übertragen. Das Deutsche Reich war bestens gerüstet. Autobahnen und Dekoration. Und ich hab sogar diesen Neger gewinnen lassen.